Wir treffen uns am Pier am anderen Ende der Insel. Ich darf meine Tarnung nicht verlieren. Sie müssen das Zielgebiet daher vorher sichern. Okay. Du bist am Ende! Wie gemein ist das denn? Und willkommen zurück zu Far Cry 1. Ich bin doch gerade erst reingekommen. Wie soll ich denn... Hä? Wie gemein? Kann man das in die Luft jagen? Nee. Nein. Okay, da war eine Rüstung, die habe ich gesehen. Wo ist die denn? Boah. Wo kam der denn her? Boah, da ist ja noch einer. Nein, jetzt habe ich das hier gedrückt. Ah, was ist das denn jetzt? Nein, aber ich lerne sehr schnell, wenn ich dabei beschossen werde. Meine Güte. Da konnte ich ja nicht mal vernünftig hier die Folge starten. Haben wir hierfür eigentlich? Einmal nachladen. Hier haben wir voll. Ich werde mal zukünftig mit der hier schießen. Die scheint ein bisschen stärker zu sein. So, haben wir den voll. Und einmal hier die Schutzweste. Haben wir auch voll. Ah, kann man die hier? Natürlich kann man die hier. Das ist ja Next Generation Physics hier. Interessant, wie Physik so funktioniert, oder? Dann gleiten wir mal. Ich glaube, man könnte sogar zu Fuß darunter latschen, um dann auf die andere Seite zu kommen. Aber wir nehmen den Gleiter. Wozu ist er denn da? Ich flieg mal hier. Wir wollen ja unentdeckt bleiben. Das Kommunikationssystem ist ausgefallen. Die werden Stunden brauchen, um die Geräte wieder zum Laufen zu bekommen. Bis dahin dürften sie sich relativ ungestört bewegen können. Ich habe eine gesicherte Direktverbindung zu ihnen. Unser Funkverkehr wird von der Störung also nicht betroffen sein. Sehr schön. Ich werde hier mal landen direkt. Ich habe da nämlich schon den Helikopter gesehen. Scheiße. Während des... Nein! Wieso bin ich denn abgestürzt? Wir treffen uns am Pier am anderen Ende der Insel. Ich darf meine Tarnung nicht verlieren. Sie müssen das Zielgebiet daher vorher sichern. Okay. Was war das? Hier ist es! Wieso sind wir vorhin abgestürzt? Das weiß ich gar nicht. Du bist tot, Mann! Wer ist denn da hier? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ja, weiß ich auch nicht, was zur Hölle. Geh mir nicht auf den Sack, Mann. Was ist denn hier los? Gar nichts. Wird jetzt hier überrollt. Wow! Nein, aber ich lerne sehr schnell, wenn ich dabei beschossen werde. Haben die sich gerade selber getötet? Ich habe eine Granate gehört. Haben die sich selber getötet? Naja, ist eigentlich egal. Ich lade hier einmal nach. Warte. Nee, auf 1 ist die. Ich muss mal die Belegung irgendwie ändern. Das kann man ja. Indem man die Waffen halt einfach wegschmeißt und dann wieder neu einsammelt. Okay. Da kommt gleich der Helikopter. Das Kommunikationssystem ist ausgefallen. Die werden Stunden brauchen, um die Geräte wieder da zu kommt, da kommt er schon. Bis dahin dürfen sie sich relativ ungestört bewegen können. Ich werde mal direkt in den Sturzflug gehen. In den Wald können wir in Deckung gehen und dann sieht uns der Helikopter nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir jetzt hätten landen sollen, ohne dass wir Schaden nehmen. Das war mir gerade so unsicher, da oben weiter rumzufliegen. Deswegen... Ich wüsste gern, wo der ist. Der hat uns anscheinend verloren. Unten links in der Anzeige sehe ich, dass wir von niemandem mehr gesehen werden. Und dass uns niemand auf dem Schirm hat. Verschwindet der dann auch? Oder sucht der jetzt weiter? Da sind 3 Leute an Bord. 4. Ich lasse ihn da erstmal rumfliegen. Solange uns nicht findet, ist ja alles gut.
Ich höre irgendeinen Alarm. Hört er das? Irgendein Alarm ist ausgelöst. Wahrscheinlich, weil die Satellitenschüssel gesprengt wurde. Beziehungsweise das Kommunikationssystem. Das passiert ja selten von alleine einfach. So, haben wir denn hier? Ein Boot höre ich, aber das kann uns ja egal sein. Ach Mensch, das Spiel ist so schön einfach für sein Alter. Der Helikopter geht mir ein bisschen auf den Nerven. Ehrlich gesagt macht er mir eher ein bisschen Angst, als dass er mich nervt. Da oben ist ein Radio. Der folgt uns, oder? Jawohl. Wir haben den Schützen abgeschossen, jetzt sollte der abhauen. Oh, das war nice. Das finde ich cool. So, einmal hier durch. Wie sieht es da hinten aus? Ich möchte diese Folge nicht so... Ach, das ist unser Freund, ne? Wir brauchen noch einen Namen. Wie könnte der denn heißen? Manfred? Oh, der hilft uns. Habt ihr gehört, wie der eine geschrien hat? Du hast ihn bestimmt getötet, ne? Hast du toll gemacht, Manfred. Hast du toll gemacht. So. Wieso er jetzt unbedingt Manfred heißt, weiß ich nicht. Ich mochte den Namen gerade irgendwie. Oh, und wer bist du? Manfred, wie bist du denn so hergekommen? Du warst doch gerade noch da unten. Ja, bist du Manfred? Nein? Bist du seine Freundin? So. Verdammt, das ganze Kommunikationssystem ist ausgefallen. Jetzt erreichen wir nur noch die Funkgeräte hier vor Ort. Das ist nicht gut. Wenn auf den anderen Inseln was passiert. Genau, Mann, wir sind so am Arsch. Vielleicht ist es ja wirklich nur ein einzelner Mann. Warum unterbricht er dann unsere Kommunikation? Ich sag dir, das ist der Beginn einer Invasion. Mag sein, aber wenn die auf Yakutan landen, wartet eine Überraschung auf sie. Da hast du verdammt nochmal recht. Auf Yakutan? Eine Überraschung? Ich finde das schön, den Leuten mal zuzuhören, was sie so erzählen. Da erfährt man ja trotzdem schon ein paar Hintergrundsachen. Wie zum Beispiel, dass Valerie ja eine CIA-Agentin sein soll. Oder sowas in der Art, hat er ja gesagt, ne? Oder sowas in der Art, war ja sein Wortlaut. Was ist denn da? Ein Felsen einfach? Ach, ist das schön hier. Wieso kann ich hier nicht in echt sein? Wobei, mit den ganzen Söldnern und so, ich glaube, nee, möchte hier nicht in echt sein. Ist da jemand? Nee, ist aber nur ein Felsen. So, ich liebe es im Dschungel. Hier können wir schön unentdeckt uns voranspürchen. Muss mal kurz was gucken. Okay. Mhm. Ist da einer? Ja, das sind die Felsen, die so aussehen. Da sind beide. Guck mal, wie sie da stehen. Nichts ahnend, dass sie gleich... Genießt euren letzten Augenblick. Hast du schon mal drüber nachgedacht, zu verschwinden? Was meinst du damit? Hast du mal drüber nachgedacht, bei Crow zu kündigen und dann die Insel zu verlassen? Was redest du da? Diese Insel ist das Paradies. Sand und Surfen, so viel man will. Ja, aber keine Weiber, kein Urlaub, immer dieselben Inseln. Keine Telefone, kein E-Mail, kein Internet. Ist irgendwie gruselig hier. Ich meine... Was glaubt Krieger eigentlich? Mit wem sollten wir denn reden? Ich hab dir schon 100-mal gesagt, du sollst damit aufhören. Man weiß nie, wer alles mithört. Siehst du, das ist genau, was ich meine. Selbst hier, mitten im Niemandsland, trauen wir uns nicht in Ruhe, über diese Wissenschaftler und ihre abgefahrenen Experimente zu sprechen. Wer soll uns denn schon hören? Ich weiß es nicht, aber ich will es auch gar nicht wissen. Ich schlage vor, dass du jetzt ein bisschen weniger redest und dafür zur Abwechslung mal deine Arbeit machst. Du kannst mich mal... Einschalten. Huch. Leg das bitte weg. Da. Ich werde ein bisschen herangehen, dass wir die besser ins Visier nehmen können.
Warst du nicht auf Yakutan? War ich. Man hat mich vor ein paar Tagen versetzt. Warum? Crow hat Verstärkung geändert. Und da hast du dich freiwillig gemeldet? Ach was. Ich habe ihnen gesagt, dass ich nicht gehen werde und dann haben sie... Hilfe! Nein! Ach, nö! Du konntest mich doch gar nicht sehen, du... Du Honk. Du bist ein Honk. Kommt jetzt ein Helikopter oder was? Wo denn? Sie haben die Hilfe geholt. Die haben uns doch gar nicht sehen können. Ich hätte auch ein Wildschwein sein können. Von den Geräuschen her. Das ist jetzt gemein gewesen. Ja? Was? Ach, da oben! Das ist ein Turm, ein Aussichtsturm. Ja, der ist auch schon alarmiert, der da oben. Aber wir haben hier ein Scharfschützengewehr. Hä? Ist der runtergefallen? Nee. Warum hat er denn geschrien? Das weiß nur er. Da oben sind zwei. Ah, hä? Ich würde zuerst den Scharfschützen ausschalten. Das Schöne ist, dann kriegen wir wieder Munition. Sehr schön. Okay. Hat genau gepasst vom Schuss her. Ja, wir kommen ja diesmal ziemlich gut durch, ne? Beziehungsweise noch. Hier ist ein Generator. Können wir eigentlich anlassen. Ich weiß nicht, was der hier betreibt. Wird schon nichts Wichtiges sein. Hm. Du hast da ein bisschen Blut verloren. Wo habe ich ihn eigentlich getroffen? Ah, am Kragen. Ja, das tut besonders weh. Das tut mir auch immer weh, wenn ich am Kragen getroffen werde. So. 5 Schuss haben wir wieder. Wenn ich es dir doch sag... Okay, da trainieren die. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, ne? Ich bin so fokussiert und konzentriert. Guck mal, ich schieße ihn voll daneben. Ich bin so konzentriert, weil ich nicht sterben will. Ich möchte das nicht haben wie die letzten beiden Folgen. Okay, dann... Weißt du, ich könnte jetzt von hier aus snipen, aber... Ich würde doch schon gerne näher rangehen. Damit wir auch einschätzen können, wo die Gegner langgehen. So. Immer schön Obacht geben. Irgendwas wollte ich jetzt noch erzählen. Okay, die scheinen wegen des zerstörten Kommunikationsdoms völlig aus dem Häuschen zu sein. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Vorher brauche ich aber noch ein Ablenkungsmanöver. Warum sprengen Sie nicht einfach im Lager das Waffendepot? Das dürfte für Aufruhr sorgen und mir den Weg frei machen. Ich soll was sprengen, um die Aufmerksamkeit von einer anderen Sprengung abzulenken. Brillante Idee. Ich muss sagen, ich mag seine Skepsis, ne? Das ist ja, finde ich cool. Ich erinnere mich an dieses Lager, das ist mir ebenfalls sehr hängen geblieben, weil die Leute, haben wir schon gesehen, die können durch Wände schießen, durch Holzwände schießen. Ist ja nichts Ungewöhnliches, ne? Wenn Wände dünn sind, kann man ja auch durchschießen. Das Problem ist, die können auch durch Wände schauen. Das ist hier ein Bug oder sowas? Alle Fahrzeugbesatzungen. Treffen Sie Angriffsvorbereitungen und stellen Sie sicher, dass alle Fahrzeuge sofort einsatzbereit sind. Guck mal, hier wird's nebelig. Oh, gut, dass ich hier geguckt habe. Guck mal, hier ist alles voll im Wald. Okay. Das ist wohl irgendwie ein Bug, dass sie durch Wände schießen können, beziehungsweise gucken können. Ich weiß nicht, ob der behoben ist jetzt mit dem Silent Patch. Keine Ahnung, ich glaube nicht. So, hier waren gerade Leute. Beziehungsweise hier sind Leute. Was sind da hinten? Ach, das ist ein Leute. Um den kümmere ich mich gleich. Erstmal um die hier.
cool mit dem Nebel irgendwie. Das sind drei. Warte. Die wollte ich jetzt alle mal auf dem Radar haben, falls der eine aus irgendwelchen Gründen verschwinden sollte. Was zur Hölle? Oh. Nach links! Wer ja. ist es? Nein, ich bin's gar nicht. Ja, alles super. Danke der Nachfrage. Und bei dir? Nicht so. Okay. Ja, kann passieren. So, das war's, glaube ich, ne? Ich höre einen Helikopter. Aber der ist nicht wegen uns da, okay. Hoffe ich doch mal. Ah, das sieht übel aus. Ah. Der sieht auch sehr schmerzhaft. Oh, Alter, hat der dicke Hände. Was haben wir denn hier? Warte mal. Kann ich die hier weglegen? Ich kann das Messer eigentlich weglegen. Weil ich habe die Machete gerne da, falls man für nichts mehr Muni. Ich leg mal die hier weg. Nein. Da, da. Was ist das hier für eine Waffe? Hat die ich glaube, die hat sogar Schalldämpfer. Sehr schön. Und Rüstung. Oh, sehr schön. Hier ist noch einer gestorben. Coole Koteletten. Nice Style. So. Da haben wir jetzt endlich unsere unser Schalldämpfer. Okay. Als erstes würde ich dennoch den da oben im Turm ausschalten. Das Problem ist, die sind jetzt auch schon alarmiert, ne? Die haben das mitgekriegt, was wir da gemacht haben. Da oben ist auch noch ein Turm. Ich würde gerne erst die Türme ausschalten. Du, guck mal, der guckt schon in unsere Richtung. Der vermutet schon, dass er gleich sterben wird. Nein! Mein Gott. Okay, ich bleib hier noch ein bisschen hier. Wo steckt der Kerl? Wo ist der andere Turm? Da hinten war der irgendwo. Der ist hinterm Baum jetzt. Okay, ich versuche mal hier rüber zu laufen. Oh, ich bin super angespannt, ne? Wenn das einmal aus dem Ruder läuft, dann passiert das so schnell, dass man die... Jetzt habe ich dich! Oh. Hä? Hey! Wo ist er? Das ist für dich! Wo bist du denn? Okay. Den hatten wir gar nicht auf dem Radar. Schlingel, ey. So. Ist da jemand? Da ist jemand. Warte, ich höre jemanden. Oh, oh. Jetzt kommen die alle hier rein. Naja, lieber so, als wenn die durch Wände schießen. Scheiße. Die haben uns mitgekriegt. Die haben uns mitbekommen. Na gut, ich kümmere mich jetzt um den hier. Hä? Ich habe ihn noch voll erwischt. Was sind das denn für harte Blätter? Mann, ey. Durch diese Zelte können sie nämlich durchschießen. Und durch diese Wände auch. Okay. Der Schalldämpfer ist super. Der ist richtig nice. Aber hey, guck mal, wir kommen soweit sehr gut durch, ne? Ich hätte den da hinten gerne noch. Komm schon.
Stirb. Der lebt immer noch. Ja. So, als nächstes müssen wir uns um den Alarm kümmern. Kontakt verloren. Den haben wir. Oh, das macht gerade richtig Spaß. Das macht richtig Laune hier gerade. Okay. Da sehe ich keinen, aber ich sehe da etwas Feines. Ne, das ist doch eine Rüstung. Ja, sieht so aus. Der da hinten ist tot. Okay. Wir haben hier jetzt auch wenigstens vernünftig, vernünftig Rüstung. Was zur Hölle geht hier vor? Hier ist einer im Zelt. Ja, nee, ist klar. Nee. Du Arschloch. Okay, der Bug ist also auf jeden Fall da. So, ich säuber hier erstmal alles, bevor wir uns hier vernünftig umschauen. Kann der einfach durch Wände gucken, Alter. So, haben wir hier sonst noch jemanden? Der da oben ist tot, hier sind alle tot, ich höre hier niemanden mehr. Der Alarm ist ausgestaltet, ne? Habe ich doch ausgestellt. Jetzt. Ach, jetzt kommen neue, weil der Alarm immer noch aktiv war, oder was? Hau ab! Nein! Schöne Rüstung! Hau ab da jetzt! Nein, wir sind tot! Das war gemein. Okay, wir müssen dafür sorgen, dass die nicht den Alarm auslösen. Wo ist der eine da in diesem scheiß Turm da hinten? Den hätte ich gerne als erstes down. Man kann ja anscheinend nicht durch Blätter schießen. Sehr schön. Da hinten war noch einer. Oh, der hat einen Raketenwerfer. Alter, von dem möchte ich nicht gesehen werden. Warte, ich gehe mal runter. Oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wer denn? Wer denn? Ich weiß genau, wer. Dort hinten der Typi. Sehr schön. Nur noch der mit dem Raketenwerfer. Ich gehe mal ganz runter, dann ist der ruhiger von der Dings her. Das war sauber. Ich hoffe, ich treffe den direkt. Oh, Alter. Halt doch mal still. Letzter Schuss. Oh, Gott sei Dank. Oh, dann haben wir das. Sehr schön. Multischuss. Und jetzt schleichen wir uns ins Lager. Unbemerkt, unentdeckt, ohne zu sterben. Wie heißen diese Spielerei? Wie ein Splinter Cell. Schleichen wir hier jetzt rum. So, und den im Zelt, den hätte ich auch gerne direkt down. Ich hole Verstärkung. Nee, tust du nicht. Du lässt die Finger davon. Hier ist soweit alles ruhig. Keiner am Alarm? Nee. Dann machen wir den hier drinnen jetzt erstmal. Der durch Wände gucken kann. Wo ist er? Was war das? Hä? Wo ist er denn? Da, hinterm Ventilator. Au! Oh, jetzt können sie von... Es... Na komm doch!
Stirb, stirb, stirb. Ihr kommt nicht an den Alarm. Nee. Ihr löst den nicht aus. Ich hab hier eine Kugel extra für dich. Danke, die behalte ich auch. Die behalte ich als Erinnerungsgeschenk. Okay. Wer noch? Da ist einer. Hier ist alles tot. Okay. Hier im Zelt? Das ist gemein. Die sind wirklich schlau, die Leute hier. Wo genau ist er? Gibst du diesen einen Alarm, den sie hier auslösen können? Keine Bewegung! Okay, ich bewege mich nicht. Hier ist alles safe. Hier auch. Oh, dieser Helikopter, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Verpiss dich doch! Wo ist er? Mann! Ich sterb nicht schon wieder wegen dem Helikopter. Nein! Nee, sehe ich nicht ein. Lass mich in Ruhe. Wir sind fast tot. Oh, verpiss dich. Komm nicht wieder zurück. Was haut da Leute? Ich hol mal eben schnell die Rüstung. Soll das die Leute dann in Ruhe abladen? Ich hänge fest. Nein. Leute. Bin schon so weit gekommen. Ich weiß aber nicht, wo du bist. Da bist du. Da ist der. Oh, ist das... Ist das... Nein. Au. Ich habe mich geduckt. Treffen wir den? Nee. Ja, das war ja toll. Das war ja toll. Ah, wo ist er denn jetzt? Wo ist der? Oh, wie gemein, der ist da drinne. Du bist tot, Mann. Nee, das bringt auch nichts. Die Wände sind stabil und die können durchgucken. Wie gemein ist das denn? Okay. Oh, mein Gott. Wenn das nicht geskillt war, ha? Wenn das nicht geskillt war. So, einmal leben. Oh, sehr schön. So, jetzt können wir uns hier erstmal ein bisschen umschauen. Was haben wir denn hier alles? Oh, eine Dose. Kann man mit der interagieren? Nee, anscheinend nicht. Ansonsten ist hier tote Hose. Okay, dann haben wir das Zelt schon mal. Dann gehen wir mal hier gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Interessant. Mach hier alles kaputt. Ist auch kaputt. Mach hier alles kaputt. Was habt ihr davon? Hier ist die Karte, wie wir überall schon gesehen haben, mit den schönen Frauen drauf. So, wir haben jetzt eine Schlüsselkarte. Das ist schon mal sehr gut. Dann gehen wir mal hier durch. Da hinten sind die ganze Zeit Leute, die alarmiert sind. Ich glaube, die sind da in diesem komischen Gebäude da. Baracken. Was haben wir denn hier? Irgendwas Schönes. Was haben wir denn da? Was haben wir denn hier? Was? Playmerk. Playmerch? Girls on 45 Seiten. Gasmasken. Wow. Okay, cool. Oh, Rüstung, geil. So, ich wechsle mal wieder auf die... Nein, jetzt werfe ich die Sachen weg. Warte mal, ich wollte die...
Oh. Nein, wo ist denn das jetzt? Da, auf die Granaten hier wechseln. Ach, das ist schon kaputt, okay. Das ist schon kaputt. So, haben wir hier noch jemanden? Ne, hier ist alles tot. Wie sieht denn unsere Munition aus? Können wir auf jeden Fall einiges gebrauchen. Und hier? Ja, wir sind echt pleite an Munition, ne? Das ist nicht so gut. Warte, ich konnte mit irgendwas agieren. Der Müll? Ne. Wahrscheinlich die Tür einfach nur. Uiuiui. Hier haben wir Flaschen. Hier haben wir das. Ist das eine Granate? Ne. Das ist eine Flasche. Soweit, aber... Also ich muss sagen, wir kamen hier relativ gut durch, ne? Wenn man wirklich den Dschungel des Terreurs zu seinem Vorteil nutzen kann, ist das schon nice. Wir hätten in der anderen Folge, also hier gestern, hätten wir von Anfang an direkt im Busch bleiben sollen. Wer sieht uns denn? Oh, nicht wieder durch Wände, Gucker. Hört auf damit. Wer guckt denn hier durch Wände? Kriegen wir den? Wie gemein, ey. Die haben das überlebt. Mann! Ey, das ist doch scheiße. Mann, was ist denn das hier? Sorry, Alter. Nee, jetzt müssen wir alles neu machen. Oh, Mann. Diese scheiß Leute da, ne? Wir machen das jetzt hier im Schnelldurchlauf. Ich hab hier keinen Bock mehr. So, du. Na. Typi. So. Niemand. Schnauze, bleib weg. Ich hab keinen Bock. Wo bist du? Hä, wo ist er denn? Ich höre ihn doch. Das ist so gemein, dass die durch Wände schießen können, ne? Beziehungsweise gucken können. Jetzt müssen wir das Ganze hier nochmal neu machen. Ist ja nicht so, dass das ein bisschen anstrengend ist hier. So, wo ist der Raketenwerfer, Fuzzi? Aber ich glaube, das ist auch nur hier so extrem. Also ansonsten ist das kein großes Problem mit dem durch Wände gucken, dass sie das können. So, dann machen wir jetzt hier Schnelldurchlauf. Den haben wir. Noch jemand? Hallo? Tschüss. Noch jemand? Nee. Ich meine, wir wissen ja, wo alle sind. Das geht doch schnell jetzt. Halt, eine Sache möchte ich machen. Das wollte ich die ganze Zeit schon machen. So. Wir sind zwar alle alarmiert, aber... schon okay. Kommt ruhig alle her. Sollen sie alle herkommen? Will keiner herkommen? Hier gab es eine riesen Explosion, Leute. Ich mach mal den hier jetzt erstmal. Arschloch. Das war ein Funker. Huch. Wo ist er? Der hat sich zurückgezogen und funkt jetzt Verstärkung an. So. Auf jeden Fall müssen wir den Alarm sichern. Boah, scheiße. Ich sollte mal öfters nachladen. Oh nein. Was? Och, nicht du. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Na ja, hau ab. Hau ab.
verschwinde. Nein, jetzt holt er da Leute her. Ach, Mann, das läuft doch alles scheiße. Das läuft alles nicht gut. Das läuft alles scheiße. Mir fehlt langsam der Mut. Lalala, lololo, ich hänge gleich fest. Nee. Ah, Leute, 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 Leute. Wo läuft ihr denn hin? Ich bin hier. Ja. Ja, genau, hier bin ich. Kommt her. Aber, nein, aber... Nur herkommen, nicht schießen. Nur herkommen. Schießen ist verboten. Und auch nicht den Alarmknopf drücken. Das dürft ihr auch nicht. So, einer ist hier doch irgendwo noch. Bestimmt da hier drin und das schießt vielleicht durch Wände, wetten? Nee, Glück gehabt. Da hinten ist irgendwo noch einer. Ich habe ja Scharfschützgewehr, Moment. Der trainiert da weiter. Der ist ja fleißig. Den erlege ich aber mit dem Scharfschützgewehr. Wo ist er jetzt hin? Warte mal. Hä? Ich bin gerade noch da. Ah, wir haben ja keine Muni mehr. Scheiße. Wir sind fast tot. Nein. Gemein. Schau weg hier. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. So, ich hole Leben. Das Gemeine ist, wie kriegen wir die... Ja. Wie kriegen wir die denn tot? Wie können wir die denn erledigen, die da in diesem Bunker sitzen? Die kommen da ja nicht raus. Ich habe keine Ahnung. Leute. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, war hier noch irgendwas? Hier die Schlüsselkarte. Noch eine Schutzweste vielleicht? Nee, ne, eine Schutzweste hatten wir hier nicht mehr. Wie sieht's aus munitionstechnisch? Sehr mau. Sehr, sehr mau. Ich wollte eigentlich... Oh, Schutzweste. Die Folge langsam beenden. Aber das kann ich nicht tun, wenn wir das Lager hier nicht eingenommen haben. Wir werden das Lager hier einnehmen. Diese Folge noch. Wenn ich schneiden muss. Ist mir scheißegal. So, in das Zelt hier traue ich mich nicht, weil die uns ja dadurch sehen irgendwie. Ich habe eine Idee. Der eine auf diesen anderen Turm da. Wo ist der Turm? Der hatte doch einen Raketenwerfer. Wir klettern hier jetzt hoch. Und ballern den Raketenwerfer... einfach da rein. Oder auch nicht. Nein, 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 nein. Scheiße. Stirb doch endlich. Da so. Wow. Wow. Ich glaube, der ist tot. Oh, dann haben wir es ja endlich. Ja, endlich. Mensch. Aber fieser wird das auch nicht mehr. Guck mal, da muss man treffen, da und da. Warte mal. Da. Da und da. Oh, aber nicht gut. Ja, dann gucken wir uns hier drin jetzt noch einmal um. Was haben wir hier? Oh, Rüstung. Schöne Rüstung. Also trotz des Bugs ist es ja trotzdem gut möglich, hier das zu schaffen. Das ist ja ganz angenehm. So, ich hätte gerne Munition. Das ist die falsche Munition. Das Problem ist, wenn wir für... Guck mal, man kann das jetzt schon sprengen, aber weil wir uns so fleißig umgeschaut haben,
Können wir das hier öffnen und hier einmal alles mitnehmen? Was ist das da? Ach, hier für die Pistole wahrscheinlich, ne? So, die Frage ist, für was kriegen wir hier gerade Munition und für was nicht? Die teilen sich die Muni, kann das sein? Dann sollten wir eine von den beiden loswerden. Ja, wäre mir das mal früher aufgefallen. Sollte ich die Gelegenheit dazu haben, warte mal, wir haben die ja. Hier müssen die Waffen ja von den Gegnern herumliegen. Dann werde ich die hier loswerden. Die macht zwar ordentlich Schaden. Warte. Aber bringt ja nichts, wenn wir halt, wenn die die Munition teilen. Okay, dann sprengen wir mal. Ach, hier wäre sie ja auch gewesen. Ja, ich bin so intelligent. Springen wir mal das Munitionslager. Lauf! Ah, ich kann wieder nur spazieren gehen. Das scheint ja gut funktioniert zu haben. Bumm. Dem Funkverkehr nach ist da das völlige Chaos ausgebrochen. Schnappen Sie sich ein Fahrzeug und fahren Sie zum Pier. Ich mache mich auch auf den Weg. Welch Freude! Wo ist denn der Raketentypi? Der Raketenwerfer hin. Der ist weg. Mensch, so groß sah die Explosion gar nicht aus. Huch. Das war ja... Aber gut. Ich bin dafür, dass wir es auch einmal trainieren. Wir müssen dann in Form bleiben. Ja. Das überspringen wir einfach. Ja, das ist auch super. Und hier einmal, okay. Und hier einmal drunter. Können wir auch nicht. Ja, wir sind ja in Topform. Ach, hier. Moment, kurz Ausdauer. Aufladen. Huah. Ja. Mensch, uns kann niemand was. Wir sind in Topform. So, wir haben kein Fahrzeug. So ein Mist. Das heißt, wir dürfen zu Fuß latschen. Ja, dann gehen wir mal den weiten Weg zum Pier und treffen Doyle. Aber das machen wir nächste Folge erst. Danke fürs Dabeisein. Und danke fürs Zuschauen, auch wenn ich hier ständig faile, aber gut, das gehört wohl dazu. Ja, also Leute, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.